Halbmarathon in 90 Minuten, das ist echt schon ein Brett. 4,15 pro Kilometer muss man da laufen. Dazu muss man gesund sein und zur Gesundheit gehört auch das ein oder andere gesunde Getränk. Zum Beispiel die Shots von Klosterkirschen, da ist immer gut Ingwer drin. Hier sogar ein bisschen Kurkuma. Check mal den Online-Shop von Kloster Kitchen aus, gibt es in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch den Code verwendet, den ich hier einblende, spart ihr noch eine ganze Menge und tut eurem Körper jeden Tag etwas Gutes. Jeden Tag so ein Shot, das funktioniert ganz gut, gibt es auch in größeren Gläsern. Ich ziehe mir den jetzt rein, dann laufen wir los und ich erzähle, welche Trainingseinheiten euch auf eine Zeit von unter 1,30 bringen auf dem Halbmarathon. Abfahrt! Wie die Klopfe früher. Die schön Ingwerstückchen drin sind, also wirklich nicht irgendeine zusammengepanschte Brühe, sondern eben wirklich Ingwer. Wenn ihr einen schnellen Lauf oder sowas macht, würde ich solche Dinge nicht trinken, auch nicht O-Saft oder irgendwie sowas, weil das ja schon arg säuerlich ist. Heute mache ich einen ruhigen Lauf, ich werde gleich sehr viel schwitzen und dann ist sowas in Ordnung. Ab geht's. Auf die Idee zum Video bin ich gekommen, weil in der Community in einem Kommentar sich das gewünscht wurde und zwar unter dem Video, was ich hier nochmal verlinke, Marathon, 3 Stunden, warum es nicht jeder schafft. Und da macht es Sinn, denn einen halben in 1,30 laufen ist genauso schnell, also vom Kilometerschnitt wie den ganzen eben in 3 Stunden laufen. Also es ist schnell, 4,15 pro Kilometer, 4 Minuten 15. So ein paar Voraussetzungen will ich vorher noch abklären. Wer auch immer jetzt das Video hier sieht und denkt, das mache ich mal schnell, funktioniert nicht. Lauferfahrung ist individuell. 2 Jahre ist, glaube ich, safe. 2 Jahre gesund sein. 2 Jahre dreimal die Woche laufen. Und die Bestzeit sollte halt schon bei 1,40 irgendwie liegen oder sowas. Vielleicht sogar ein bisschen weiter drunter. Und dann hat man eben jetzt das neue Ziel, 1,30 anzupeilen. Was für Bestzeiten genau sollte man vielleicht vorweisen? Klingt jetzt ein bisschen hart, aber die Zeiten garantieren eben euch am meisten, die 1,30 auch zu packen bei einem halben. 5 Kilometer 20 Minuten, 10 Kilometer 40, vielleicht auch mal 41 Minuten. Und das spekuliere ich jetzt, wenn man den Marathon läuft in 3,30, kann man das vielleicht auch runterbrechen im Training auf einen halben schnellen Marathon. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, wenn man den halben in 1,30 läuft, läuft man den ganzen nicht in 3. So viel dazu, eigene Erfahrung. Legen wir los. 4 Trainingseinheiten pro Woche ist das Minimum. 10 Wochen Training würde ich drauf ansetzen. Erste Einheit. Also 4 Einheiten sollten sein pro Woche. Wie ihr die euch aufteilt, liegt an euch. Ich gebe in dem Video jetzt mal ein paar Tage vor, wie der ideale Ablauf tagesmäßig pro Woche für mich aussehen würde. Intervalle. Montag Pause, Dienstag Intervalle. Dienstag ist Intervalltag. Das kann losgehen. Ich blende es jetzt mal hier unten ein. Mit 800 Meter Intervallen, über 1000 Meter Intervalle, bis zu 2000 Meter Belastung. Darauf achten, steht auch da. Die Trabpausen variieren dann. Die Geschwindigkeit ist aber dieselbe. 3,45 auf dem Kilometer. Sind eben 30 Sekunden mehr oder schneller, als ihr nachher auf einen halben laufen wollt. Aber es sind noch Intervalle, das sind kleinere Stücke, ihr baut euch das zusammen. Das ist ein Beispiel, das sind nur 3 Einheiten, 3 verschiedene. Das kann sich noch dann anders wieder abwechselnd zusammensetzen. Ihr könnt eine Wiederholung dazu packen, da müsst ihr ein bisschen schauen. Aber 800, 1000, 2000 kann man sich gut rantasten an die ganze Geschichte. Und ein- und auslaufen nicht vergessen. Gerne mindestens 1 Kilometer oder 2 Kilometer einlaufen. Braucht da nicht auf die Pace achten. Einfach locker einlaufen, dass der Körper warm wird. Da kommt der erste Intervall. Abfahrt. Intervalle am Dienstag. 2. Einheit, ein ruhiger Lauf. Ich nenne ihn einfach mal ruhigen Lauf. Gibt unterschiedliche Bezeichnungen für ruhiger Lauf. 5, 15, 5,30. Wichtig ist, steht auch wieder hier unten, 10 bis 15 Kilometer kann das sein. Das ist so ein Lückenfüller. Einfach Kilometer in die Beine kriegen, aber eben schonend Kilometer in die Beine bekommen. Also wie ihr es hier unten seht, Kilometerschnitt, eine Minute langsamer, 5,20, 5,15, 5,30 von mir aus auch, völlig egal. Der Lauf dient einfach dazu, um Volumen
lockere Kilometer in die Beine zu bekommen. Wenn ihr sonst einen Viererschnitt 8 Kilometer laufen könnt oder irgendwie sowas, wird es euch auch locker vorkommen. Ne? Alle anderen, die sich jetzt vielleicht wundern, boah, ist 5,30 ist doch nicht locker. Ich erinnere nochmal, das Ziel des Videos ist ja auch, den halben in 1,30 zu laufen. Und da muss man eben 4,15 auf die Minute absolvieren. Steigert euch, macht mal 10 Kilometer, 11, 12, 13, 14, vielleicht auch mal 15 Kilometer, aber mehr würde ich erstmal am Mittwoch, genau, nicht absolvieren. Denn ist auch der Tag nach den Intervallen, dann werden die Beine ein bisschen schwer sein, aber locker ein bisschen loslaufen, das würde schon funktionieren. Sollte auch funktionieren, wenn man eben nach 12 Wochen so schnell laufen will. Ich schwitze schon wie ein Schwein, Alter, heute ist warm. Aber dafür nicht so matschig. Einheit Nummer 3 am Freitag. Donnerstag haben wir pausiert, jetzt kommt der Freitag dran. Ist jetzt ein Tempolauf, so nenne ich den einfach mal. Einlaufen, ganz wichtig, gerne 2 Kilometer einlaufen im Bummeltempo. Und dann macht mal 10 Kilometer in 4,15. Fangt mal mit 10 Kilometer an. Vielleicht auch mit 8, wie ihr Bock habt. Und dann lauft ihr euch 2 Kilometer aus. Die Einheit hat einfach den Sinn, sich an das Tempo zu gewöhnen, was ihr später dann laufen wollt. Das Ganze kann man im Training halt hochsteigern, bis zu 17 Kilometer in dem Tempo laufen. Na, wenn ihr jetzt 12 Wochen Vorbereitung habt, macht mal den letzten 17er am Freitag, 2 Wochen vorm Halbmarathon. Denn die letzten 2 Wochen, da passiert nicht mehr viel, da ist Tapering angesagt. Also, ich mache da keine engen Vorgaben. 8 bis 17 Kilometer steigert euch da über die 12 Wochen ein bisschen rein. Dann habt ihr einfach eine gute Einheit, um euch an das Tempo zu gewöhnen. Die wird hässlich auf dem Freitag und ganz wichtig, ein- und auslaufen, um den Körper ein bisschen aufs Tempo einfach vorzubereiten. Na, Asphalt brennt, Alter. Heiß ist es. Ist auch geil. Ne? Ich freue mich gleich wieder im Schatten zu laufen. Kommen wir zur letzten Einheit. Sonntag. Was kommt da? Ratet mal. Langer Lauf, natürlich. Wie sieht es aus im Halbmarathon-Training? Über 30 wird es nicht gehen. Ich würde so bei 18 anfangen vielleicht und dann bis zu 26 Kilometern mich steigern über die 12 Wochen. Da könnt ihr halt einfach damit spielen. Natürlich jetzt nicht von 18 auf 26 die nächste Woche hochsteigern, sondern immer Schritt für Schritt. Tempomäßig 5,30. Easy. Mal Pause machen, mal Pipi machen, ein Foto machen. So, eigentlich ganz entspannt, ne? Schön lange laufen. Grundlagen, Ausdauer, fit halten, trainieren und das wäre die letzte Einheit der Woche. Ich laufe schon scheiße, Alter. Die Sonne brennt sowas von runter. Jo. Schlusswort kommt jetzt. Es ist schnell, es ist echt schnell, das zu laufen, 1,30. Und wie gesagt, aus persönlicher Erfahrung würde ich euch raten, wenn man eine 1,35 läuft, ne? Kann man das angehen. 5 Minuten schneller ist schon viel. 1,40, schwierig. Wird nach 12 Wochen nicht funktionieren. Da kann schon ein halbes Jahr Training erforderlich sein. Ist mega individuell, ohne Zweifel. Genau, 4 Einheiten sollten es schon sein. Wenn euch danach ist, eine 5. reinzuschieben, macht einen langsamen Lauf mit 10 Kilometer in 45, um ein bisschen Volumen reinzubekommen. Wie gesagt, das wäre der ideale Ablauf. Dienstagsintervalle, Mittwoch den Pimmellauf, den langsamen. Freitag Tempolauf, ans Tempo gewöhnen. Sonntag langer Lauf. Das ist halt auch ideal wegen den Pausen, die man dazwischen hat. Stellt euch mal vor, ihr macht den langen Lauf und einen Tag danach die Intervalle. Dann seid ihr richtig im Arsch und bedient. Also, Schlaf, Ernährung, Körpergewicht spielt auch eine Rolle, habe ich schon mal erzählt. Schwieriges Thema irgendwie. Aber es ist halt einfach so, wenn du 5 Kilo weniger wiegst, dann musst du die nicht mitschleppen. Und ab irgendwelchen Tempos und Geschwindigkeiten, finde ich, merkt man das krass, dass man halt weniger rumschleppt. Genau, das war's. Ich hoffe, den Wunsch erfüllt zu haben aus der Community. Ich freue mich drüber. Ich weiß, ich könnte quasi zu jeder Zielzeit so ein Video machen. Aber versucht bitte da
die Tempos ein bisschen anzupassen, eure Kilometerschnitte, weil es halt immer individuell ist einfach. So, jetzt kann ich auch nicht mehr. Jetzt gehe ich nochmal zum Schluss. Schmetterling, guten Morgen. Abonniert den Kanal, das würde mich sehr freuen. Letzte Worte, genau. Schaut bei Kloster Kitchen vorbei auf der Seite. Die Shots gibt es da am Start. Immer ein bisschen Gesundheit in den Körper rein. Ordentlich schlafen, ordentlich trainieren. Falls ihr Fragen zum Training habt, schreibt mich an. Ich bin Online-Lauftrainer, kann euch da weiterhelfen. Tschüssi, abonniert den Kanal, bis denn. Euer Tonschweizer. Puh!